Hallo, Frau Denginger, die Post? Jeder bestellt ja gerne im Internet. Auch ich. Ich nehme den Karton hoch, da läuft dann das ganze Blut raus. So, dann Toilette und los. Neustrelitz in Mecklenburg, nach Mitternacht. Für ein paar Stunden steht das Leben so gut wie still. Nicht aber im Paketzentrum am Stadtrand, dem Verteilzentrum der Post für den gesamten Nordosten, mit bis zu 600 Mitarbeitern. Morgen. Einmal Urlaub, Oskar, ne? Ja. Schichtwechsel. Genau, einmal unterschreiben. Einmal für dich. Tobias Doll hat heute die Aufsicht über die Nachtschicht. Gut 130 Mitarbeiter haben Dienst. Aktuell fehlen noch welche, ja, aber wir sind ja noch 5 Minuten vor Schichtbeginn. Ich mache gerne Nachtschicht, ich gehe ja weniger in die Spät. Ich habe 2 kleine Kinder zu Hause, die kann man dann tagsüber doch noch mal betreuen. Ich schlafe relativ wenig, also daher komme ich mit der Nachtschicht besser aus. Ich habe mehr vom Tag. Eigentlich hätte er heute schon Urlaub gehabt, ist eingesprungen. Personalengpass, wie fast überall. Die anderen 3 fehlen auch noch. Rapschuk, Till Snicker und Bogdiewicz. Er und seine Kollegen müssen dafür sorgen, dass in der Halle alles läuft. Wie viele Sendungen heute noch erwartet werden, weiß der Schichtführer. Moin, Dirk. Morgen. Morgen. Dirk, ich wollte mal fragen, was noch an Brücken fehlt, was wir schon an Brücken durch haben. Schon. Ja, zurzeit sind alle Bänder besetzt, aber große Reserven haben wir da nicht. Ich werde nochmal Leute nachholen, dass wir das ein bisschen besser im Griff kriegen. Super, denn bis später. Ja. Mehr als 30 Lkw-Ladungen, sogenannte Brücken, sollen heute noch spät ankommen. Die Pakete werden per Hand auf die Anlage gelegt, die Adressen dort automatisch gescannt. Nahezu alle Pakete, die nach oder aus Mecklenburg-Vorpommern verschickt werden, laufen hier durch. Kurz vor Weihnachten knapp 500.000 Sendungen pro Tag. Die Anlage sortiert die Pakete den verschiedenen Zustellbereichen im ganzen Land zu. An den sogenannten Endstellen werden sie wieder per Hand direkt in Lkw oder in Rollcontainer verladen. Tobias Doll muss gucken, dass sich hinten nichts staut. Hallo Kerstin, was soll denn alles im Griff? Kerstin Lukert macht in diesem Jahr schon ihr 27. Weihnachtsgeschäft bei der Post mit. Früher waren so privat, dieses Papier, dieses Geschenkpapier, ne? Das ist nicht mehr so wirklich viel. Viele bestellen das über online, da bekommt man dann halt die großen Pakete, ne? Und die privaten, sag ich mal, es ist zurückgegangen. Dass man jetzt sagt, oh guck mal, das ist so ein schickes Paket, ne? Es kommt natürlich auch, aber nicht mehr in dem Sinne. Halt immer drauf. Online. Hinten läuft's. Wie sieht's aus, Inge? Vorne an der Anlage gibt es aber Probleme. Die Aufsichten müssen mit ran. Viele Lkw sind erst weit nach 4 Uhr gekommen. Noch ist einiges zu entladen. Und gleich ist Schichtende. Na, dann machen wir schneller. Ich geh mal einmal drüber gucken. Ja, aus. Also alle Brücken werden wir nicht ganz leer kriegen. Jetzt haben wir ein bisschen Rezirkulation, also die Sendungen werden oben nicht abgeworfen, sondern kommen teilweise wieder runter und jetzt stockt das alles ein bisschen. Das ist doof, ja, natürlich. Leider ist es so, ja. Rund 130.000 Pakete sind trotzdem heute allein in der Nachtschicht hier sortiert worden. Sind 1.600 Sendungen ungefähr jetzt in den 2 Brücken, was stehen bleibt, alleine hier. Muss da leider die Spätschicht nochmal dran. Die Spätschicht beginnt schon in wenigen Stunden. So lange steht die Anlage still, zur Wartung und zum Aufräumen. Kurz vor 7 treten die Postboten in Neustrelitz ihren Dienst an, direkt im Paketzentrum. Rico Fuhrmann muss die Sendungen für seine Tour erfassen und den Überblick behalten. Das Gerät zeigt einmal an, welche Straße, welcher Kunde das ist. Hier zum Beispiel wäre eine Lagerung. Der Kunde möchte sein Paket nicht heute haben, dann zeigt das Gerät dann auch gleich automatisch mit an. Der kriegt jetzt einen Aufkleber und dann lege ich den hier bei uns in das Gestell.
Und dann bleibt das jetzt liegen bis zum 28. Und am 29. wird es dann zugestellt. Also er ist anscheinend die Woche nicht da und kommt erst am Samstag wieder. Mehr als 100 Pakete muss er heute zustellen. Dazu kommt noch die Briefpost. Beim Packen hat jeder Zusteller sein eigenes System. Na, das ist jetzt wirklich so, wie ich nachher fahre und die Pakete zustelle. Also Ausnahmen sind die beiden, weil die Firma hier vorne, die ist ein Wohnwagenservice, sag ich mal. Die kriegen immer viele und große Pakete und geben hin und wieder auch was mit. Und damit ich dann immer gleich den Platz hinten habe, weil ich nachher von der Packstation auch Pakete mitnehme, habe ich dann immer gleich die Ecke frei, wo ich das dann reinsortieren kann. Und ansonsten ist das jetzt so, wie ich dann nachher fahre, die Pakete, dass ich die dann so auch zustellen kann. Grob. Ne, man weiß ja ungefähr, was wer kriegt. Hoffe ich immer. Aber einige Pakete passen halt einfach nicht. Also die kann man machen, was man will, man kriegt sie nicht unter. Es gibt so Tage, da packt man, da denkt man so, Wahnsinn. Und andere Tage, da hat man das Gefühl, das wird einfach nichts. Kurz vor Weihnachten wird er kaum noch eine Lücke finden. So langsam Leistungsgrenze erreicht. So denn, Toilette und los. Kurz vor 9. Morgen. Moin. Kommen in der Futteroase bei Carola Dill die Pakete an, die heute hier abgeholt werden können. Ich habe jetzt gescannt, wie viel ich entlade und wie viel ich mitnehme. Beladen tue ich gar nichts. Und deshalb bin ich jetzt auch schon wieder weg. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Der Bote ist kaum weg. Schon ist der erste Kunde da. Jetzt gucken wir mal. Ein Paket. Um Gottes Willen. Ich habe was gefunden. Siehst du, da haben wir doch das Theater schon. Gut, dann müssen wir noch mal vor zur Kasse. So, jetzt müssen Sie mal bitte hier rumkommen zu diesem Gerät. Ich folge Ihren Anweisungen. Dann bräuchte ich noch eine Unterschrift von Ihnen. Ja. Gut, vielen Dank. Ihren Ausweis zurück. Dankeschön. Ich scheine als zufriedener Kunde. Sehr schön. Geht das dann so? Das geht so. Seit 10 Jahren ist die Futteroase Futtermittelladen und Poststelle in einem. Ja, und da muss nachher immer die ganze Weihnachtspost rein. Guten Morgen. In den kleinen Wagen, in den kleinen Raum, ne? Jetzt muss ich die Pakete beschriften mit Name und Datum. Sonst sehe ich nachher nicht durch hier. Und dann kommt immer der Nachname, schreibe ich drauf. Und das Datum, wann ich die wieder zurückschicken muss, wenn sie nicht abgeholt werden. Ne? Ich habe auch viele, die holen ihr Zeug einfach nicht ab. Ne? Bestellen und holen es nicht ab. Jetzt haben wir in der Schrelz noch 2 Packstationen bekommen. Die unterstützen uns ganz gut. Ne? Also kriege ich jetzt nicht mehr so extrem viel. Aber alles, was nicht reinpasst oder halt diese Postfiliale direkt, wo die Kunden denn sofort möchten, dass das hierher kommt, kommt natürlich alles hier rein. Ne? Hier landet so manche Weihnachtsüberraschung. Nicht nur für die Kunden. Also das Schärfste, was ich mal hier hatte in der Ausgabe, da hatte jemand Wachteln geschlachtet, gefroren, in den Karton gepackt und losgeschickt. Und das war auch mal kurz vor Weihnachten. Ich nehme den Karton hoch, da läuft dann das ganze Blut raus. Und da kriegt man natürlich erstmal einen Schreck. Ne? Das war so das Ekelhafteste oder das, ja, was mir hier passiert ist im Ausgaberaum. Ne? Ja. Darf ich das mal schnell losnehmen? Ja, natürlich. Einmal Retour, ja? Einmal Retour. Kommen Sie mal mit, Sie kriegen noch einen Beleg und ein schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und die Sachen müssen dann immer in den Ausgabewagen. Da muss ich mal da lang. Und ja, und dann sammle ich hier den ganzen Tag. 4 solcher Wagen bekommt sie bis zum Abend voll. An normalen Tagen. Ich spiele ein bisschen Tetris. Ne? Im Paketzentrum ist der Rückstand aus der Nacht längst aufgeholt. Rund 300 Lkw bringen den ganzen Tag über Pakete. Dass die Container an die richtige Stelle der Halle gebracht und regelmäßig getauscht werden, dafür sind bis zu 6 Rangierer wie Tom Heinrich zuständig. Wir haben den Unterfahrschlitten, da fahren wir jetzt halt mit in die Laufschiene rein. So, wenn man jetzt gerade bleibt, kann eigentlich auch gar nichts mehr passieren, weil hinten der Arsch auch nicht mehr raus kann.
durch diesen Schlitten. Dann braucht man eigentlich nur noch anheben und dann kann es auch schon losgehen. Etwa 30 Kilometer fährt er so während einer Schicht. Nur auf dem Gelände. Tom Heinrich hat vor ein paar Jahren am Band im Paketzentrum angefangen. Weiß deshalb ganz genau, wenn er nicht schnell genug ist, steht innen schnell alles still. Deswegen ist der schnelle Wechsel halt auch ganz wichtig, sowohl vorne als auch hinten. Weil wenn vorne zu viele auflegen und hinten die Brücken nicht getauscht werden, dann läuft halt die Anlage voll. Und dann können halt keine Pakete mehr abgeworfen werden. Und deswegen ist es eigentlich sowohl vorne als auch hinten wichtig, schnell zu tauschen. Zentimetergenaues Einparken, das hat er hier bei der Post gelernt. Man kann viel besser rückwärts fahren. Also es geht total rucki-zucki, ehe man da so. Also das liegt wahrscheinlich auch daran. Ne? Und das kann ich mir auch oft anhören von meiner Freundin, weil ich sage, fahr doch mal schneller in die Parklücke. Und sie sagt aber, ich fahre halt immer rückwärts. Und darum, also doch, es ist schon besser. Man hat auch eine viel größere Einschätzung von der Größe her. Also das macht sich schon bemerkbar. Ein paar Stops auf seiner Tour durch Neustrelitz hat allerdings auch der Postbote schon hinter sich. Jetzt steht für Rico Fuhrmann die Packstation an. So, dann hoffen wir mal, dass heute nicht reinpasst. Und dass die Fächer das richtige Format haben für die vielen Pakete, die er heute dabei hat. Soll so sein, ja, aber er macht prinzipiell immer von jeder Größe eine Tür auf. Ne, ich entscheide denn jetzt, wo ich das einlege. Und sobald ich einen zumache, macht er dann automatisch immer das nächste auf. Da das ja heute doch ein paar mehr sind, hoffe ich mal, dass immer wieder eins aufgeht. Also wir werden auch öfters, das, warum auch immer, aber fragen die Leute uns. Oh, was habe ich denn da schon wieder bestellt oder was ist denn da drin? Wo ich mir sage, ich kann es nicht wissen, ich habe es ja nicht bestellt. Also da kriegt man ja manchmal schon so das Grübeln. Wissen die Leute noch, was sie bestellen? Aber das ist ja heutzutage halt auch alles einfach gemacht. Ne? Muss man ja nicht mehr. Oh, nee, den nicht. Nicht mal mehr. Also es wird geguckt, wird gestöbert und so ein Klick ist manchmal schnell gemacht. Was er gestern nicht zustellen konnte, landet hier. Aber auch viele Pakete, die direkt an die Station geschickt wurden. Und dann kommt auch der erhoffte Platz jetzt langsam im Auto, denn. Wir müssen halt bloß immer aufpassen, dass wir das alles richtig piepsen. Weil sonst. Funktioniert das nachher nicht in der Dokumentation, dann weiß der Kunde nicht, ist es jetzt wirklich da oder nicht. Und das ist jetzt doof hier. Aber jetzt kann er den nicht piepsen, weil der einen Knick hat. Den brauche ich. Zur Not geht die Eingabe auch per Hand. Für die Abholung bekommen die Kunden einen Barcode. Das war's denn mit der Packstation. Sieht schon wüst aus hinten. Zurück in der Futteroase. Morgen, Doris. Carola Dill kennt die meisten Kunden schon seit Jahren. Mit oder ohne Nachweis? 4,79 Euro bitte. Viele kommen täglich her. Das ist so über eBay, ne? Oh, da wird alles gefragt. Hier ist mein zweites Zuhause. Ehrlich, ist schön. Nette Verkäuferin immer gut drauf, nie pampig. So muss das sein, ne? Einmal Retour. Seit das Postamt in Neustrelitz geschlossen wurde, 6,99, ist die Futteroase quasi die Hauptpoststelle. Alles gefunden? Ja. Futtermittel. Okay. Und Postgeschäft. 3,60 Euro bitte. Halten sich die Waage. Ah! Hey. Kurz vor Weihnachten allerdings. Nichts passiert, alles gut.
gehen deutlich mehr Pakete als Hundekuchen über den Tresen. So, da habe ich was. Einmal zurück, ja? Nee, haben wir einmal Geschäftskunde. Soll heute was abholen, ja? Ja. Gut. Da ich weiß, dass du das bist, brauche ich bloß noch eine Unterschrift. Ja. Eine Ausnahme. Betrüger haben bei Carola Dill keine Chance. Da wollte eine Frau was abholen für eine besonders ältere Dame. Hatte keine Vollmacht, ne? Und konnte sich auch nicht ausweisen. Und wurde dann halt immer aggressiver hier und lauter, weil ich das Paket natürlich nicht rausgegeben habe. Und sie meinte, sie geht hier nicht ohne das Paket raus. Und dann meinte ich aber doch. Und sowas hat man natürlich auch, ne? Aber da muss man eben durchziehen, das geht nicht anders, ne? Also ohne, wenn mir was komisch hier vorkommt, mache ich hier gar nichts, ne? Und wer sich nicht ausweisen kann, der kann wieder gehen, ne? Mhm. Express, machst du das? Ja, mache ich. Nach Türkei, ja. Mhm. Da gucken wir mal, was da so möglich ist. Ja, ist möglich. Kostet aber 57,29 Euro. Ich schicke gerade ein Dokument für meine Schwiegereltern, dass sie hierher fliegen können, dürfen. Also, sonst schicke ich eigentlich gar nicht. Nur jedes Jahr halt so ein Dokument. Wir hoffen, dass sie zu Weihnachten schaffen. Wenn nicht, dann nach dem Weihnachten. Dann so zum Silvester. Man braucht ja eine Telefonnummer von dir. Warte. Den Laden schmeißt Carola Dill den Großteil der Woche allein. Multitasking zwischen Vogelfutter und Briefmarken. Im Paketzentrum dagegen sind die Rollen genau verteilt. Andreas Maas muss dafür sorgen, dass die Sortieranlage läuft. Störung. Zwei bis drei Techniker haben pro Schicht immer Dienst und müssen schnell sein. Knapp 21.000 Quadratmeter groß ist die Halle. An einer der Endstellen gibt es ein Problem. Die Pakete kommen unten nicht an. Die verkeilen sich dann gerne, wenn die Kurve nicht richtig kriegen, genau hier in diesem Part. Oder sie verkeilen sich auch gerne ein Stückchen weiter unten und dann staut sich das leider hoch. Und dann gibt es eine Spaltkontrolle, dass keine weiteren Pakete mehr abgeschmissen werden können. Kleine Hilfen, also die sind Gold wert. Also so lange Arme haben wir leider nicht. Die nächste Störung. Irgendwo am Vorsorter soll es klemmen. Ein Paket ist vom Band gestürzt. Das ist jetzt leider kaputt gegangen. Entweder ist es schon kaputt gewesen, aber ich sehe eher hier, dass es durch die Anlage leider kaputt gegangen ist. Das wird jetzt zur Nachverpackung gebracht und da wird es dann neu verpackt, beziehungsweise es wird dann wieder maschinenfähig gemacht sozusagen. So, damit das dann so schnell wie möglich wieder auf die Anlage kommt und so schnell wie möglich dann auch beim Kunden landet. Da bringen wir das jetzt auch hin. Darf ich dir das hier lassen oder lieber reinstellen? Nimmst du das? Vielen Dank. Auch ohne, dass sie vom Band fallen, müssen viele Pakete hier nachverpackt werden. Transportschäden. Oder weil Kunden beim Verpacken nachlässig waren. Wieder ein großes Paket, das Ärger macht. Sperrgut kommt deshalb erst gar nicht auf die Anlage, wird per Hand sortiert. Werkzeug hat Andreas Maas trotzdem immer dabei. Denn was für ein Problem ihn erwartet, weiß er schließlich nie. Trotz des Dienstrades kommt er am Tag locker auf bis zu 20.000 Schritte. Immer durch die Halle, Treppe hoch, Treppe runter, Leiter hoch, Leiter runter. Kaum hat man eine Störung abgearbeitet, kommt gleich die nächste. Manchmal hat man gleich drei auf einmal hintereinander weg. Und dann heißt es, flinke Füße und vor allem, der Kunde wartet nachher auf sein Paket. Ja, warum? Weil der Techniker nicht schnell genug war. Das möchte man sich natürlich auch nicht ankreien lassen. Die Sirene, ein Achtungszeichen, dass die Anlage wieder anläuft. Die Förderbänder im Paketzentrum Neustrelitz haben insgesamt eine Länge von 3 Kilometern. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,3 Metern pro Sekunde fahren die Pakete durch die Halle. Wenn hinten nicht schnell genug abgesammelt wird,
kann es schon mal Stau geben. Ein Ärgernis, auch für Rico Fuhrmann, den Postboten. Kann ich wahr sein. Je mehr Platz ich mache, umso eher versuchen die Leute vorbeizukommen. Also würde ich mich jetzt hier auf den Bürgersteig stellen, würden die immer fahren. Also es lässt sich keiner aussteigen, es lässt sich keiner vorbei oder raus. Obwohl damit ja, sag ich mal, das Stauproblem dann behoben wäre, aber leider Gottes nicht. Unfälle beim Ein- und Aussteigen, keine Seltenheit in diesem Job. Hallo, Frau Denginger, die Post. Was ist das denn? Ja, ist alles ihr, ja. Frau Krabbe? Das ist einfach nur das obere. Hallo, Frau Aberland, hier ist die Post. Immer wieder finden wir was, schöne Sachen. Man hat schon so viel, nicht? Ich wollte erst auch nicht mit anfangen, aber dann hat es mir nachher doch gefallen. Und jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören. Das ist zum Beispiel, da würde ich nie im Leben, würde ich heute rausgehen. Warum auch immer, mögen sie uns nicht. Einmal einschreiben, ne? Das Einwurf. Das war's, danke, weil ich eigentlich heute was erwarte, steht drinnen bei mir. Haben Sie auch recht. Den Sie? Ja, weil ja. Ich reingeguckt habe. Sendungsverfolgung. Danke. Das war's denn. Schönen Tag noch, ne? Ja, danke. Tschüss. Die ersten 3 Monate habe ich wirklich 13 Kilo abgenommen. Also ich glaube, da wurde ich fitter. Ja, jetzt nicht für Langstrecke, aber ja, als Sprinter. Früher hat Rico Fuhrmann in einem Callcenter gearbeitet. Seit 6 Jahren ist er Postbote und manchmal auch Detektiv, wie bei dieser Sendung. Ich habe hier ein Paket, Gewerbepark Ost, hier hat einer die 4 draufgeschrieben. Ist das bei euch oben? Gewerbepark Ost 4 sind wir. Ja, das genau. Ist richtig. Aber Schröter sagt ihn da nicht. Firma gibt es bei uns aus meiner Sicht nicht. Nee, das ist ja von, das ist ja an. Da steht nur also Schröter. Schröter gibt's dort. Dann auch machen nicht. Wir das unbekannt. Dann geht das zurück, weil dann hat da genau. Keiner was hinzubestellen erstmal. Rico Fuhrmann vermutet einen Betrugsversuch. Gerade, sag ich mal, bei Firmen wird gerne genutzt, weil dann die Leute sich vielleicht auch gerne mal davor stellen und sagen, ja, kannst du mir gleich geben, ich bin der und der, aber die arbeiten gar nicht. Deswegen liefere ich prinzipiell eigentlich nichts aus, wo die Firma nicht mit draufsteht. So. Sein Ziel sonst natürlich, möglichst alle Pakete ausliefern. Deswegen macht er heute länger. Mehr als die normalen 9 Stunden ist sein Arbeitstag jetzt schon alt. Also das ist jetzt der Kasten, der von der Post gemietet werden kann. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, alles an Paketen, die wir jetzt hier haben, einfach einzulegen. Also ähnlich wie eine Packstation, nur für den Privatgebrauch, sage ich mal. Ne? Und die Kunden, die wissen jetzt, okay, meine beiden Pakete sind vorne da. Auch eine schöne Sache. Ne? Heute hat er zum Glück gleich funktioniert. So, und dann sind wir durch. Das waren die letzten beiden finalen Pakete. Nach 16 Uhr werden in der Futteroase bei Carola Dill die bei ihr am Tag abgegebenen Pakete abgeholt. Kurz vor Weihnachten kommt gleich 2-mal am Tag ein Fahrer. Nicht nur für die Pakete. Ich muss ja die Briefpost oder die Post halt ein bisschen sortieren auch. Das heißt, in normale Standardbriefe und Einschreiben. Dann habe ich hier Express-Sendungen, die ich ja gerade angenommen habe. Die muss ich dann noch mal gesondert, weil die ja viel schneller ankommen müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch Bücher- und Warnsendungen. Die können dann ein bisschen länger dauern, bis zu 10 Tagen, ne, bis es zugestellt wird. Und die müssen natürlich auch noch separat sortieren. Und da kommen eigentlich auch immer so einige hier rein. Die sind günstiger, aber die Lieferzeit ist halt ein bisschen länger. Ne? Deswegen kommt so der Preis zustande. Ne? So, was hast du an Briefpost? Guck mal, hier habe ich schon vorbereitet. Alles ordentlich sortiert. Okay. Danke recht herzlich. Ja, ich auch. Schönes Wochenende. Gleichfalls, danke schön. Ne? Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Kapazität hier. Ne? Weil wir wollen ja hier auch absolut keinen wegschicken. Ne? Also ich schicke hier auch wirklich keinen weg. Ich nehme hier alles an. Ne? Guck mal, dein Paket, ne? Losgeworden ist sie heute auch einiges. Und Weihnachten können wir dann so noch mal mit dem Doppelten rechnen, wie heute. Ne? Mhm. Und das auch jeden Tag. Ne? Mhm. Aber ja, und abends weiß man wirklich, was man gemacht hat. Ne? Ciao, ciao. Die aufgegebenen Pakete werden ins Paketzentrum gebracht. Christine Röwer ist hier heute Nachmittag Teamleiterin an 2 Vorsortern. Wer wollte was von mir? Ja, ich, Tini. Ich wollte erst das.
60 63 56. Ihre Aufgabe? Handschuhe? Für Sicherheit sorgen. Abstand, ne? Und dafür, dass so aufgelegt wird, dass möglichst keine Störungen entstehen. Frau Portrek, die immer schön. In der Vorweihnachtszeit engagiert die Post mehr als 130 zusätzliche Mitarbeiter. Viele kommen aus Polen. Hallo. Im Minutentakt kommen jetzt Lkw an. Sendungen, die im Laufe des Tages in Mecklenburg-Vorpommern aufgegeben wurden. 31,5 Kilo darf jedes einzelne Paket schwer sein. Schnell muss entladen werden. Prinzipiell mache ich meinen Mitarbeitern keinen Stress. Jeder arbeitet so schnell, wie er arbeiten kann. Aber die Fahrer warten natürlich draußen, dass sie wieder los können. Keine Frage. Also wir können die jetzt da jetzt auch nicht stundenlang stehen lassen. Wir versuchen schon unser Möglichstes, sie schnell zu entladen, damit sie auch schnell wieder los können. Aber es klappt nicht immer. Ja? Sagen Sie mal, die Brücke an Tor 309 müsste bitte nochmal gerade rangesetzt werden. Ja, werde ich machen. Mach ich mal. Ich brauche den Rangierer, der die 67,39 fährt. Hier vorne können auf alle Fälle noch zwei Paletten. Jetzt sehe ich zu, dass ich die Pappe wegräume, dass da auch wieder Paletten rankommen. Also es ist immer ein stetiger Wechsel und eine stetige Bewegung hier in der Halle. Alles im Blick haben, ein bisschen aufräumen, dass die Mitarbeiter nicht stolpern. Dass alles aufgeräumt ist, gerade vorne hier ist eine Stolperquelle, Paletten ist eine Stolperquelle, dass hier niemand irgendwie auf die Nase fällt. Also wenn sie es nicht schaffen, jetzt wird ja auch immer nach und nach rangestellt. Wenn ich sehe, die Mitarbeiter sind fertig, dann nehme ich die weg, dass dann auch keiner drüber fallen kann. Manchmal komme ich nicht mehr von der Couch hoch. Also wirklich wie so ein watschelnder Pinguin. Ja, ich merke es, abends merke ich es besonders, auch in den Füßen. Stillstand gibt's nicht. Ja, ich habe unheimlich viele Schritte. Jetzt bin ich bei knapp 16.000 in 5-6 Stunden. Und noch ist Ihre Schicht nicht zu Ende. Ja, da glühen einem abends die Füße. Aber okay, besser als... Für mich zurzeit besser als ein Bürojob. Das hat sie schon ausprobiert. War zu langweilig. Ja. Wenn ich Stress habe, dann funktioniere ich erst richtig. Stressig wird es bleiben. Für sie und alle anderen bei der Post. Die 508 ist voll mit Leergut. Einmal tauschen, bitte. Bis weit nach Weihnachten.